Rami, die Freude bei den Wacker Innsbruck-Fans war riesengroß, wo der Verein im Herbst verpflichtet hat. Nachher hast du im Auswärtsspiel beim GRK im Cup gleich aufgezeigt. Und dann, ich glaube, noch 16, 17 Minuten ist gewesen gegen den SV Lafnitz. Leider Gottes wieder der Bänderriss. Wie ist denn dann weitergegangen, Rami? Ich habe mich gut zurückgearbeitet nach dem zweiten Kreuzbandriss und war sehr fit. Dann habe ich ein gutes Spiel gemacht gegen GRK und gegen Lafnitz. Ist auf einmal passiert, ich weiß selber nicht wie. Aber ich denke da nicht viel drüber nach und arbeite jeden Tag auf mein Comeback. Wo wir uns das letzte Mal unterhalten haben, das war ja kurz nach dem Trainingslager im Winter, da bist du ja auch dabei gewesen. Da hast du mir gesagt, das Ziel ist, dass du in der Sommervorbereitung wieder einsteigen kannst. Ja, so ist das Ziel, aber ich mache mir da keinen Druck. Und ich denke da nicht viel nach, arbeite einfach jeden Tag auf mein Comeback und wichtig ist, dass mein Knie wieder stabil ist und dass ich mich gut fühle und nicht viel drüber nach, wenn ich wieder zurück bin. Jetzt hat die Liga Pause gemacht wegen dem Coronavirus. Wie hast du die Pause nutzen können für dich? Ja, es war jetzt nicht ideal für mein Knie, aber ich habe mit den Krafttrainern viel telefoniert und Cybertraining haben halt viel gemacht und das hat schon gut hingehauen. Ist es dann sozusagen zu früh, eventuell am Ende der Saison noch einmal zum Spiel zu kommen für dich? Ja, ich glaube schon, das ist nicht der Plan. Es ist eher nächste Saison als ist geplant, dass ich wieder einsteige. Okay, aktuell dein Knie, was hast du für einen Eindruck? Du wirst heute die ersten Einheiten machen da? Ich habe schon, letzte Woche habe ich schon angefangen. Okay. Und der Knie fühlt sich echt Tag zu Tag immer stabiler an. Und ich fühle mich auch stärker. Bis jetzt läuft alles sehr gut. Was waren denn die wichtigsten Übungen, die du jetzt immer machen hast müssen? Kniebeugen, jetzt, ich glaube, die Woche kann ich wieder mit dem Ball ein bisschen mehr machen. Und ich freue mich schon drauf. Kniebeugen machen wir viel, halt Kräftigungsübungen fürs Knie, Stabi. Jetzt geht es wieder richtig los. Liga startet, ihr könnt wieder ins Training gehen. Ich habe gerade davor gehört, dass eure Corona-Tests waren alle negativ. Wie groß ist denn die Freude gewesen bei dir, die wieder alle zu sehen, die ganzen Jungs? Sehr, weil zu Hause war jetzt nicht so schön. Die ersten Wochen waren vielleicht gut mit der Familie, aber langsam war es halt langweilig. Jetzt kann man wieder alle zusammen trainieren, ab Donnerstag. Okay, Rami, dann bedanke ich mich sehr für das Interview. Ich wünsche dir für deine Reha alles, alles Gute und hoffentlich sehen wir dich demnächst wieder mal am Feld. Danke.